Was geht ab, Freunde, und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf Fight District TV. Heute reagieren wir mal gemeinsam auf ein Video mit dem Namen The 10 Most Effective Martial Arts in Real Fights, also die 10 effektivsten Kampfsportarten oder Kampfkünste in echten Kämpfen, in realen Kämpfen, Selbstverteidigungskämpfen, Kämpfen auf der Straße auf jeden Fall. Ich habe das Video natürlich auch noch nicht geschaut und bin einfach mal gespannt, was uns denn so vorgestellt wird und vor allem, was die Begründung ist, warum die denn so effektiv sein sollen. Deswegen, ich würde sagen, wir babbeln gar nicht so lang und starten direkt ins Video. Let's go. Number 10, Taekwondo. Also, ganz ehrlich, okay? Und Leute, nimmt's mir nicht böse. Taekwondo an sich super geil. Ich feiere es. Ich würde es auch sehr gerne können. Ja, geile Kicks und so, dies, das. Aber genau das ist das Problem. Und ich rede jetzt wirklich nur über die Kicks, weil natürlich haben die auch Schlagabfolgen, Ellenbogen, was auch immer. Das ist natürlich auch super effektiv. Allerdings, in einem Straßenfight zu kicken, ist immer sehr, sehr, sehr gefährlich. Warum? Unsere Balance halten, unser Gleichgewicht halten. Und sobald wir ein Bein heben, ist es halt sehr schwer, dass wir umfallen bzw. auf dem Boden landen. Und auf dem Boden will man nicht auf der Straße kommen, Freunde. Glaubt mir, es ist was anderes wie als ein Ring oder ein Oktagon. Ja, auf der Straße, da ist Asphalt, das ist hart. Und da kommen die 5 Freunde, die Halbstarken, und treten euch dann zusammen. Deswegen, Kicks an sich, natürlich, wenn so ein Ding trifft, brutal, aber kann halt sehr, sehr gefährlich sein, ne? Vor allem, wenn man Jeans anhat und so. Aber schauen wir mal. Taekwondo is a popular martial art that started in the 1950s in South Korea. These days, it is a popular combat sport that has even been part of the Olympic Games. In its original form, Taekwondo was created for self-defense. It is a full contact style, strike with immobilizing punches, kicks, knee strikes, and elbow strikes. It also uses basic grappling, which can be used to avoid a dangerous situation. The emphasis of Taekwondo is a self-defense style of fighting. It also has offensive teachings to get out of a dangerous situation quickly. Also Freunde, versteht mich nicht falsch. Natürlich, ich will jetzt nicht sagen, dass es nicht effektiv ist oder so, ne? Jede Kampfsportart oder Kampfkunst kann effektiv sein, auch gerade für die Straße, ja. Was halt im Gegensatz zum Kampfsport einen ganz anderen Fokus hat, die Selbstverteidigung an sich. Taekwondo ist natürlich auch super effektiv. Nur man muss halt schauen, welche Techniken man sich da rauszieht, damit man halt irgendwann mal vielleicht nicht im Nachteil ist. Ja, das ist halt das große Problem, gerade halt mit den Kicks und so, was ich gerade schon erklärt habe. Aber ansonsten brutal halt, ne, ganz klar. Number 9, Krav Maga. Ja. Krav Maga war ja klar. Was founded by the Israel forces in the 1950s, which is a street fighting style. Unlike other martial arts, Krav Maga isn't a sport. This means there are no rules to abide by and has no competitions. Genau, im Krav Maga, die Leute, die das nicht kennen, ist damals entwickelt worden für das israelische Militär, basiert eigentlich nur halt auf Selbstverteidigung halt oder halt beziehungsweise eigentlich militärischer Nahkampf. Das ist ja, das wird heutzutage ein bisschen umgewandelt quasi für unsere Straßenverhältnisse. Natürlich gibt es keine Wettkämpfe da, weil es halt kein Kampfsport ist und gibt es halt natürlich auch keine Regeln, weil auf der Straße gibt es halt auch keine Regeln. Ist natürlich super effektiv, aber mein persönliches Problem mit Krav Maga, man kann sehr schnell dort in manchen Organisationen Ausbilder werden. Dann hast du erstens keinen Plan und zweitens kommst du da an und die werden direkt irgendwelche Messerentwaffnungstechniken gezeigt. Das ist natürlich nicht überall so. Und dann hast du ein ganz falsches Selbstbewusstsein, gehst auf die Straße, denkst, du hast einiges drauf, was da halt nicht der Fall ist. Und dann kriegst du am Ende aufs Maul oder halt noch Schlimmeres. Deswegen immer aufpassen und realistisch trainieren. Krav Maga trains people for real-life fighting scenarios and not potential situations. Training can be very physically and mentally intense. Stimmt. You may get sneak hits and yelled at, but this is nothing compared to real-life threats. Freunde, die Stimme des Menschen ist die größte Waffe, vergesst es nicht, ja. Kriege wurden geführt, Menschen wurden manipuliert, meistens nur durch die Stimme bzw. die Sprache. Also, benutzt eure Stimme, seid schlagfertig, weil dann könnt ihr eigentlich die meisten Probleme schon, die ihr bekommt oder Gefahrensituationen eigentlich schon meistern. Also muss ich ehrlich sagen. Number 8, Boxing. Ja, klar. There is a misconception that boxing isn't an efficient way of fighting in everyday life, because it only uses the hands. There are no kicks, unbreakable clinches, or grappling. Boxing is useful in an everyday fight because those who practice boxing are involved in hard sparring on a regular basis. Boxing ist natürlich sehr, sehr krass. They know how to take a hit, as well as take the perfect opportunity to strike. Also die meisten Selbstverteidigungssituationen oder ankommende Schlägereien oder wie man es auch nennen will,
geschehen ja in der Schlagdistanz, ja. Also deswegen, er hat zwar gesagt, hier enthält kein Grappling oder Kicks, aber braucht man halt meistens gar nicht, ne? Weil meistens ist man in der Schlagdistanz oder halt Ellenbogendistanz, bedeutet halt noch ein bisschen näher. Das reicht eigentlich vollkommen aus, die Arme zu benutzen. Dort im Kampfsport oder beim Boxen geht es halt wirklich ums Boxen. Da lernst du zum Beispiel aber nicht, was passiert, wenn du zu Hause von irgendjemandem oder was auch immer draußen gewürgt wirst oder sowas als Frau. Jetzt als Beispiel, ne? Deswegen, aber ansonsten für einen Real Fight ist Boxen natürlich super effektiv, ja, gar keine Frage. Und wenn da irgendwas anderes erzählt, hat es ja natürlich eine Sperre. Boxing allows fighters to condition themselves to absorb hard punches. Vor allem, wenn du ein krass Head-Movement hast. And counter with precision blows. Number 7, Muay Thai. Ja, war klar. Muay Thai, brutal. Out of all martial arts, Muay Thai is one of the most complete styles. Ellenbogen. While it will always be a topic for debate, sehr Muay Thai geil. Is one of the most complete and effective striking martial arts, brutal, in the world. Muay Thai is known as the art of eight limbs. The eight limbs, die acht Waffen von Muay Thai. 1, 2, 3, 4, Knie, 5, 6 und die Beine, meistens als Schienbein, 7, 8, ja. Die Kampfkunst oder die Kampfsportart der acht Waffen. While punches are used to close the distance and get a clinch. In fact, fighting inside the clinch is another, ja, important brutal, vor allem noch mit diesen Handschuhen, Leute. Brutal, Alter, brutal. Number 6, Karate. A misconception is that Karate came from Japan. In fact, it originated from the Okinawans, part of Japan. Karate is not just one form of martial arts, but a term that covers multiple. This includes Shotokan, Goju Ryu, Kyokushin, Shito Ryu, and many more. Im Karate gibt es halt sehr viele verschiedene Stile, für die, die es nicht ganz verstanden haben, die halt sich ein bisschen, ja, sind halt alle ein bisschen anders. So, Karate natürlich sehr, sehr krass, gerade Kyokushin Karate, eine der härtesten Formen oder wenn überhaupt die härteste Form. Viele Tritte, Schläge, eigentlich ziemlich, ja, abwechslungsreich das Ganze. Kann natürlich auch super effektiv sein, gar keine Frage. Karate is an incredibly effective self-defense style of fighting. While karate teaches a person fighting skills, it doesn't promote aggression, avoiding and de-escalating conflict. This for many would be the ideal outcome when a fight is. Das ist halt immer das Problem bei diesen japanischen Kampfsportarten, also es sind ja eigentlich Kampfkünste gewesen, sind jetzt Kampfsportarten, das ist halt alles nur noch Halbkontakt. Es gibt einzelne Organisationen, die das auch noch im Vollkontakt machen. Aber, und das ist halt das Problem, weil wenn man es nur im Halbkontakt trainiert, dann wird man sich nicht richtig verteidigen können, weil Halbkontakt bedeutet ein Schlag und quasi ein Punkt und dann wieder auseinander und wieder von vorn. Aber das ist ja in der realen Situation leider nicht so. Man sollte auf jeden Fall, wenn man Karate und sowas oder Taekwondo halt auch macht, nicht nur Halbkontakt trainieren. Oder beziehungsweise macht Sparring im Training, ne? Jetzt mal abgesehen von dem Wettkampf. Number 5, Brazilian Jiu-Jitsu. Nee, Leute, sorry. Also Würfe, okay, sage ich gar nichts, natürlich. Brazilian Jiu-Jitsu an sich natürlich super effektiv, gar keine Frage. Aber nein, man geht in einem Real Fight nicht aktiv auf den Boden. Ihr wisst nie, wann irgendwelche Freunde da hinten der Ecke noch lauern. Und dann auf einmal, wenn ihr auf dem Boden seid, auf euch eintreten und dann seid ihr einfach nur im Nachteil. Ganz ehrlich, es ist einfach so. Und wenn mir irgendjemand anderes was erzählen will, der hat einfach keinen Plan. Ganz ehrlich, geht nicht auf den Boden. Würfe, okay, kein Problem. An sich, Brazilian Jiu-Jitsu für den Kampfsport, für den Ring, für Octagon oder halt andere Wettkämpfe, super effektiv. Sagt keiner was, ja, an sich. Aber benutzt es nicht auf der Straße, weil wenn ihr da auf dem Boden seid, es ist verdammt gefährlich. Und wir haben unten Asphalt, da sind keine Matten, ne? Vergiss das nicht, ja, das ist. Aber mal gucken, was er sagt. Brazilian Jiu-Jitsu is a grappling-based martial art and one of the most practical fighting styles when it comes to street fighting. Even though it focuses on fighting on the ground, it also works well against striking and grappling. Ja, guck mal, mach das mal mit den Knien da unten und so. Die springt mal auf einen da drauf und haut mal euer Knie die ganze Zeit aus Asphalt, glaubt, und dann könnt ihr irgendwann mal nicht mehr laufen. Das ist einfach so. Es ist einfach die Wahrheit. An sich super effektiv, aber nicht auf der Straße anwenden, Freunde. Da ist Kacke auf dem Boden. Da sind Glasscherben, da sind irgendwelche Junkie-Spritzen, wenn du hier bei uns in Frankfurt in Nähe wohnst. Da sind vielleicht Freunde, die dann zu zählt auf euch eintreten. Danach gibt es gar nichts mehr. Also super effektiv an sich natürlich. Macht auch super viel Spaß zu trainieren.
aber würde ich so nicht in der Selbstverteidigungssituation oder in einem Straßenkampf anwenden. Sorry, ist aber so. Brazilian Jiu-Jitsu as a form of self-defense. Brazilian Jiu-Jitsu is ideal for holding your own in a fight, as the average person doesn't have the knowledge of fighting on the ground, which will give them a huge disadvantage. Fighting down on the ground is a whole new world for even the most experienced fighters, which can illuminate any threat they posed before the takedown. Das stimmt natürlich, ne? Wenn ihr Boden krass könnt, ja, und andere können, dann seid ihr natürlich super im Vorteil, gar keine Frage. Trainiert es. Ihr müsst in jeder Distanz gut sein. Man muss im Schlagen gut sein, Ellenbogen, Knie, Tritte und auch natürlich Boden. Und weil wenn ihr es dann könnt, ja, dann könnt ihr auch Takedown Defense, bedeutet halt nicht auf dem Boden zu landen. Ja, dann könnt ihr auch ganz anders reagieren. Das muss man natürlich auch bedenken. Jetzt nicht sagen, ja, weil es mir nichts vielleicht für die Selbstverteidigung oder den Straßenkampf bringt, in Anführungszeichen, trainiere es nicht. Auf gar keinen Fall. Ja, muss man trotzdem können. Keine Frage. Wrestling is one of the oldest martial arts of combat that focuses mainly on grappling and has no form of attacking at all. To both vor allem Wrestler, also Ringer und so allgemein haben so eine Power, Leute. Ich habe schon mit Leuten trainiert, die sind 60, 70 Kilo, ich bin 15, 20 Kilo schwerer als sie und die fühlen sich an einfach wie eine Tonne. Ne? Das ist krass einfach, was ein Körperschwerpunkt die setzen können, dass sie die einfach nicht bewegen können. Das ist wirklich geisteskrank, aber brutal. Natürlich. Wrestling are incredibly strong. Have impressive stamina, ja, krass, and krass, execute krass. Strategies depending on the situation they are put in. Number three, Sambo. Ja. Sambo is a hand-to-hand fighting martial art created by the Russian military in the 1920s. Sambo, super. It is one of the only combat forms that was designed to mix the most practical forms of striking and grappling techniques in one style. Ist ja einfach eigentlich fast wie MMA, Sambo, ne? Is an all-around style that trains a fighter how to deal with different hand-to-hand situations during a fight. It also teaches more dirtier techniques, such as eye gouging and groin strikes. Das ist natürlich immer so gut, ne? Sache like auf Augen und so. Way to fight, krass. If you were to be attacked and your life was on the line, anything goes. Number two. Mixed Martial Arts, MMA. MMA. Also, MMA ist keine Kampfsportart. MMA ist keine Kampfsportart. Die Leute, die sagen, ja, nein, aber das passt gerade gar nicht, weil MMA ist auch einfach nur eine Zusammenfügung von vielen verschiedenen Kampfsportarten, ja. Ich kann sagen, ja, ich mache Karate, Ringen und keine Ahnung was und das ist MMA, der andere macht aber Boxen und Grappling und hat davor auch ein bisschen Thai-Boxen oder was auch immer gemacht oder Taekwondo und das ist auch MMA. Also du kannst MMA nicht als eine Kampfsportart einfach so sehen. Da gibt es viele verschiedene Häppchen, die von vielen verschiedenen Leuten genommen werden und viele, beziehungsweise die MMA-Kämpfer haben ja immer irgendwie eine Basis. Die meisten sind im Stand besser, die meisten sind auf dem Boden besser. Deswegen jetzt MMA zu nehmen als Nummer zwei, würde ich jetzt so nicht machen. Sorry, ist aber so. MMA is a combination of several grappling and offensive techniques that are effective in an everyday fight. The strikes are hard and fast. Deckt alle Distanzen ab, da könnte man auch Nummer 1 machen. Aber ich bin mal gespannt, was auf Nummer 1 kommt. One of the best forms of fighting is that it is effective against many other styles because of its diversity. Anderson Silva natürlich eine Legende. MMA ist krass. Number 1, Lethwe. Lethwei ist natürlich auch sehr, sehr hart, sehr, sehr krass. Kommt, wenn ich mich nicht irre, aus Malaysia. Ah, mir fällt jetzt der Name nicht ein. Aus Myanmar? Ich komme jetzt aus Myanmar? Ich glaube aus Myanmar, ich weiß es gerade nicht mehr. Und ist natürlich ein sehr, sehr krasser Kampfsport. Ist ja eigentlich so ein bisschen wie Thai-Boxen, nur dass es ohne Handschuhe ist, ohne Boxhandschuhe, wenn ich mich nicht irre. Da sind auch ein paar andere. Ja, Sachen, die halt nicht verboten sind im Gegensatz zum Thai-Boxen. Aber ich höre mal zu, ich wollte einfach mal selber mal schauen hier, was ich denn überhaupt noch weiß hier. World, for the simple fact that it sagt is das an was? Style. In fact, Lethwe is one of the most brutal forms of fighting ja, ever invented. Krass. It originally came from Myanmar in the southeast of Asia. Leute, Fighters Rick, der Bubble keine Scheiße. Natürlich habe ich recht, Alter. Los, Alter. Similar to Muay Thai. While it shares similar techniques, Brain. Those Brain. Training in Lethwe fight with bare knuckles, as well as using headbutts as a way of beating their opponent. Kopf, down. Ja, du kannst auch Kopfnüsse Lethwe benutzen. May ja, be a genau, das war's. Martial arts form, but it is schon perfect krank. For those forced to fight in everyday life. In a street fight, there are no rules, just like das Lethwe. Stimmt.
Fighting with bare knuckles, learning and mastering different forms of martial arts not only allows you to fight and defend yourself, seht ihr, but Leute? Also enhances other das ist areas. Das ist es. Natürlich, hier, Brain, ne? Fight District TV ist halt Fight District TV, ne? Das ist das District, die Area für die Fights und natürlich weiß man natürlich auch, was Lightweight ist. Aber nichtsdestotrotz, nicht vergessen, das sind halt alles Kampfsportarten. Also es geht jetzt wirklich darum, wenn halt es zum Fight kommt, ja, wenn man wirklich kämpft jetzt, wenn es andere Sachen, Selbstverteidigungssituationen sind, ja, die man so im Alltäglichen hat, beziehungsweise die entstehen, bevor es zum eigentlichen Kampf geht, weil es ist ja nicht so auf der Straße, man guckt sich an und danach prügelt man direkt auf sich ein. Es ist ja nicht so, ne? Meistens passieren ja andere Sachen, man wird dumm angemacht, keine Ahnung, geschubst, was auch immer. Und da diese Sachen werden halt dort, in den meisten zumindest, nicht abgedeckt. Und halt natürlich die Sache mit dem BJJ ist halt Boden super effektiv an sich, aber man ist halt, es ist halt sehr riskant. Es ist sehr, sehr riskant, auf der Straße sowas zu machen. Wobei halt meistens halt, wenn ein Kampf vorbei ist, einer, mindestens einer zumindest, auf dem Boden landet. Und da muss man natürlich auch wissen, wie man reagiert. Aber man muss trotzdem so schnell wie möglich wieder stehen und die Situation beobachten, beziehungsweise wieder Überblick über die Situation bekommen. Weil so eine Situation ist immer extrem hektisch. Und wenn du da auf dem Boden bist, hast du komplett alles ausgeblendet. Ja, und das ist halt sehr, sehr gefährlich. Aber ich fand das Video cool. Freunde, ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Lasst gerne ein Like da, lasst gerne einen Kommentar da. Was denkt ihr denn darüber? Würde mich wirklich interessieren. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal, beim nächsten Video. Ihr wisst Bescheid. Ciao, ciao.